So, da bin ich wieder. Yay. Es kann weitergehen. So. Ich muss jetzt auch noch eine Axt machen. Ich bin mal zurückgerannt. Um an die Rohstoffe zu an die Kiste zu achten. Crafting Table. Hier macht das Buddeln schon wesentlich mehr Spaß wie in Minecraft. Mhm. Kann ich buddeln. Das Fackellicht sieht auch so realistisch aus. Einfach dieses wie dieses Licht so rumwackelt, einfach flackert. Flackelt und wackelt und fleckelt. Vor allem kann man auch einfach alles sehen. Bei Minecraft guckt man dann wirklich nur ganz stumpf auf den Block drauf und hier hat man halt durch die Perspektive die ganze Sicht auf alles. Kann auch noch Tiere beobachten, die da rumrennen. Bei mir ist nämlich gerade so ein Kotsemmelviech, so ein grünes. Sammelt gerade seine Kotsemmeln. Rumwerkelt da unten. Oh oh. Ich will es nicht angreifen. Wolltest du gerade schief runter in diese andere Höhle oder willst du ganz tief runterkommen in diese Höhle? Oh, scheiße. Bleib mal drin, ich bin kurz beschäftigt. Jo. What happened? Ich bin ganz nah ran, weil ich gedacht habe, die greifen nicht an, weil die so ruhig bleiben, aber die Pferde sind einem nicht gut gesonnen. Achso, die. Okay, der erste ist weg. So, dann nehme ich diesen Baum noch mit. So, was hast du gesagt? Du bist du schon in der Höhle drin? Ne, ich hab gefragt, in welche Höhle du gehen willst. Also, wo du planst hinzubuddeln, willst du ganz, ganz runterkommen ins Labor oder? Achso, ich dachte, wir buddeln uns ins Labor rein, weil wenn wir im Labor sind, kommen wir so schwer an Rohstoffe. Mhm. Wenn wir aber hier durch die Höhle Richtung Labor uns buddeln vielleicht, oder vielleicht sind da schon natürliche Wege, dann können wir noch auf dem Weg dahin schon so viel abfarmen. Ja. Dass wir schon, hier ist glaube ich noch ein bisschen Eisen. Jetzt habe ich schon mal genug, um mir eine Spitzhacke zu machen. Jetzt auch direkt mal. Spitzhack. I'm gonna make me a Spitzhack. So. Wo sind die? Ah. Immer nicht genug. Wooden Plank, 16 von 20. Are you willing to ask me? Du musst, hast du schon das Holz in Plank umgewandelt? Mhm, eigentlich schon die ganze Zeit, aber irgendwie. Jetzt habe ich genug. Ich hätte anscheinend 0. Ich dachte, ich hätte schon 10 oder so und habe jetzt nicht so viel gemacht. So. Die Pickaxe ist gecraftet. Ich nehme auch mal den Crafting Table von hier mit und das Feuer. Müssen wir hier nicht stehen lassen. Ah, mit der Holzaxt gehen diese Kletterpflanzen ziemlich schnell down. Ich habe die ganze Zeit mit der Axt draufgeholzt und mich gewundert, warum es nichts passiert. Hm. Aber man braucht die Holzaxt. Sortiere auch mal oben. So. Jetzt habe ich umsortiert. Okay. No, I can't get a cam. Halt, die Axt noch. Dahin. So, jetzt habe ich alles. Whoop. Ich glaube, ich werde das hier jetzt, sagen wir mal, nutzen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber ich werde hier mal alles abholzen, was diese Fibre-Kletterkacke angeht. Ja. Weil die baut man eigentlich relativ oft. Wenn man, da bist du ja. Alle möglichen Bauwerke. Ich werde mir mal Dirt hier reinlegen, weil ich mache die ganze Zeit mit Eisblöcken meine Wege. Wo ist Dirt? Na, ich habe mir auch jetzt ein bisschen was umgelegt im Inventar. Irgendwie habe ich gar kein Dirt. Komisch. Übrigens ist Feuer dabei. Feuer und den Crafting Table. Und was soll ich mir noch einlegen? Das Fleisch, komm. So. Huch. Oh, das wollte ich nicht. Da macht er einfach zu, der alte Bock. Jetzt geht die Höhle so ein bisschen nach links. Eigentlich müssten wir ja nach rechts. Wenn wir Richtung Forschungslabor wollen. So. Hier ist ein bisschen Wasser. Aber das macht uns nichts. Wir sind hart. Mal ein Eisblock. Ups. Da bin ich mal gespannt. Wenn wir diese Wände abbauen würden, wäre das wäre dann schon im Prinzip Eisen, ne? Ja. Was wir da hätten. Da können wir uns eigentlich direkt auf Eisen umsteigen. Das geht einfach schneller mit dem Abbauen. Mhm. Guck mal hier. Voll das Vieh, Junge. Aber ich mach's kaputt. Hab's im Griff. I got it in the griff. Hier ist etwas Fleisch gedroppt. Sind wir hier schon mal in einem anderen Tunnel drin? Ist da unten Kohle? Ja.
I need this. I need this coal. Aber davon ist auch ein bisschen was davon. Komisch, ich hatte gedacht, ich hätte irgendwie Dirt oder sowas dabei, aber überhaupt nicht. Iron Ori, dieser Planet Monitor, der ist ja geil. I wish I'd paid attention in Astrographic Class. Also anscheinend ist es nur rein dekorativ. Kann nichts damit machen, aber dennoch. Dennoch cool. Ziemlich cool. Und aber auch schwul. Mal hab ich. Ah, okay. Krass, ey, wie teuer die Kohlen sind. Die Fackeln. Geht wieder nach oben. Zwar nach rechts, aber halt. Nach rechts oben. Oh, hier ist ein bisschen Kohle. Die Kohle ist nie schlecht. Oh Gott, was greift mich da an, Alter? Voll das Affenvieh. Shit, ey. Ach, da oben das? Ja. Geh mal zurück und stell hier mal kurz ein Bett hin. Das war zu hart. Weil, ne, wenn man so viel Geld dann dauernd verliert. Ah, da oben ist auch sau viel Kohle, oder? Das da ist ein riesiges Kohlefluss. Hm, ja, genau, da ist was. Sag mal, wo landet denn die Kohle? Das Dirt hin, wo ich die ganze Zeit hier abhack? Das ist oben nicht in der Schnellleiste und unten ist es auch nicht drin. Oder übersehe ich das die ganze Zeit? Hier ist es. Bei dem Inventar. Die gesamte. Und auf das andere. Ah, okay. Ah, okay, nee, okay, ist im Rucksack. Da sind die ganzen Rohstoffe. Okay, gut. Ich nehme alles zurück. Weil das würde ich dann nämlich zum Wegebauen gerne nehmen, weil hier ist sowieso alles lila. Und dann. Ja. Mei, das ist auch so. Vorsicht. Ah, ich werde jetzt mal fisten. Ah, das bleibt da, glaube ich, eh im Kopf hängen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man schnell genug schlägt, dann kann man es eh immer wieder zurück. Weicht es jedes Mal kurz zurück und dann kann man es schön drauf hilzen. Mit einem Stück Holz draufschlagen. Oh, dip, dip. Meine hat dip, Hunger. Dip. Shit. Ich mach hier mal